Ganz klar, wir haben die Kampagne nicht online gewonnen. Oft wird berichtet, dass die Kampagne eine Kampagne war, die die Online-Campaign im Herzstück hatte. Ja. Dem widerspreche ich sehr. Ich glaube, dass wir die Kampagne effektiv offline genommen haben, um eben wieder Leute direkt anzusprechen. Dieser Wahlerfolg konnte uns nur gelingen, da wir eben Leute direkt persönlich angesprochen haben, Leute vernetzt haben online, aber dann diese Vernetzungen, vor allem Beziehungen, offline bilden konnten. Dadurch haben wir so ein großes Netzwerk zusammenstellen können und dadurch konnten wir so viele Wähler erreichen. Ich glaube, Organizing, das ist das Wort. Leute zusammenzubringen, zuzuhören, Leute an den Tisch zu bitten und Leuten die Möglichkeit zu geben, sich selber zu organisieren und mitzuorganisieren. Ich glaube, Organizing ist das Wort, das am besten zutrifft. Ich glaube, das Wichtige ist zu verstehen, dass nur wirklich ein effektiver Wahlkampf oder effektive Politik generell geführt werden kann, wenn man die Türen öffnet und Leute einlassen lässt, wenn man Leute reinlässt in die Partei, in die Mittel gibt, das Training gibt und einfach die Türen öffnet, dass sie mitarbeiten dürfen. Solange dieses elitäre System in deutschen Parteien herrscht, wie es auch in Amerika lange herrschte, solange wir dieses elitäre System haben, ich bin in der Partei und du bist es nicht, werden wir keinen wahren Wandel in Deutschland finden. Leute müssen einfach in ein Parteibüro reinlaufen können und dort mitmachen können. Es muss nicht diese Riesenhürde geben, dass man sich für Jahre engagieren muss, bevor man mitreden darf. Wir mussten also von Anfang anfangen und dort erstmal mit Leuten erstmal sprechen und erstmal rausfinden, wer unterstützt uns überhaupt. Das haben wir natürlich effektiv gemacht, indem wir große Events hatten. Der damals Senator Obama ist gekommen, hat eine Rede gehalten. Wir haben mit diesen Leuten dann ganz effektiv dieses Follow-up gemacht. Die haben uns, bevor sie zur Rede gekommen sind, ihre Kontaktinformationen gegeben und die haben sie dann effektiv danach angesprochen. Der Amerikaner unterscheidet sich in vielen Dingen vom Deutschen, aber grundlegende Dinge, die zum Beispiel Beziehungen aufbauen miteinander, weil es eben ein bestimmtes Ding gibt, das uns motiviert, einen bestimmten Sachverhalt gibt, den uns motiviert, was ist in Amerika genauso, wie es in Deutschland ist. Und sobald Leute in Deutschland Wähler motiviert sind, kann ich mir auch gut vorstellen, dass Leute in Deutschland auf die Straße gehen, an Türen klopfen, Anrufe machen und sich wieder mehr politisch engagieren. Ungebündelte Energie tut oft niemandem gut. Wir mussten dort einen Fokus reinbringen. Leuten sagen, wie könnt ihr ganz effektiv dem Kandidaten helfen? Natürlich gab es viele Künstler, die tolle Plakate gemalt haben. Im Endeffekt ging es uns aber darum, an wie viele Türen kann ich klopfen, an wie viele Anrufe kann ich klopfen, weil wir dann eben berechnet haben, wie viel diese Anrufe, diese Door Knocks, wie wir sagen, wie viel brauchen wir, um im Endeffekt zu gewinnen. Das heißt, es ging ganz klar um Metrik, um Mathematik und Statistik in dem Sinne. Insofern, wir mussten Leute organisieren. Die Aufgabe des Wahlkampfs war nicht nur Barack Obama am 4. November Präsident zu wählen, sondern es ging darum, Leute die Möglichkeiten zu geben, in ihren eigenen Gemeinden zusammenzuarbeiten und für den Wechsel zu arbeiten, den sie für richtig halten. Denn nur dadurch kommt Wirklichkeit und im Endeffekt die Demokratie wirklich zustande.